Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich hoffe, OBS nimmt jetzt auch auf. Zickt gerade ein bisschen rum. So, ja, ich wollte mal einen Tag Holz hacken. War natürlich nicht so wie geplant, denn die Kannibalen lassen einen nicht mehr in Ruhe. Also ich habe nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Was ist denn jetzt los? Ach, nee, scheiße. Das brauchen wir nicht, nicht Harz, wir brauchen Laub. Ein Vorteil hatte es, wenn halt die vielen Kannibalen rumkommen. Man kriegt Knochen. Ihr seht es ja unten, ich habe jetzt dreimal Tarnung, das ist das grüne, das bedeutet das grüne. Und die restlichen weißen, 2, 4, 6, 7, sind halt Knochenrüstung. Es waren halt viele Kannibalen, naja viele, ich weiß jetzt nicht mehr, 4, 5 auf jeden Fall, die freiwillig rumkamen. Einmal hier oben einer, Frechdachs. Und einer, der müsste schon getrocknet sein, ne? Und die restlichen waren unten, also... Aber auch die Schweinebacken. Mal einen Schluck trinken. Ich brauche mal jetzt nicht. Gehen wir mal hier auf die Plattform. Also, was mir aufgefallen ist, ist, diese Fallen sind nicht mehr so gut, wie ich am Anfang dachte. Der eine, der hier oben war, ist durchgelaufen und dachte sich, wow, ich lebe noch, ich bin unsterblich. Ich wollte gerade sagen, unser Ding ist kaputt, nee. Und stand dann hier und dann musste ich mit dem Bogen mal einen Pfeil reinschießen. Dann werden wir mal hier weitergehen. Also einer kam aus der Richtung, den habe ich dann schön von hier hinten mit Pfeilen getötet, leider. Denn der ist auch, der ist gar nicht in diese Falle, in die mittlere nicht reingelaufen. Der hat sie nur ausgelöst und ist quasi irgendwie dran vorbei. Oder die rechte ausgelöst und dann dran vorbei und da war ich hier drin. Dann habe ich ihn mit einem Headshot gekillt. Cool war auch da oben auf der Tür. Da hing einfach einer. Keine Ahnung, da wollte wohl jemand drüber klettern und ist dabei gestorben. Dann habe ich ihn auch abgenommen und zwei kamen aus dem Wald da noch. Also, wie gesagt, einfach mal ein Video nicht machen. Wird es wahrscheinlich nicht mehr. Einfach mal Holz fällen wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil. Ja, du kriegst ja keine Ruhe. War auch irgendwie cool. Vor allem, das waren immer so Idioten. Die hast du erst nicht gesehen. Du hast erstmal das Schreien gehört, ne? Und dann hatte eine, da gab es so einen Typ mit Taschenlampe. Ich dachte mir so, erstmal cool. Und dann sieht er mich und als erstes, was er macht, mich nicht schlagen oder so. Nö. Du markiert erstmal einen großen und schreit erstmal ganz laut. Dachte ich mir, super, jetzt wissen erstmal alle, wo du bist. Hast du Fallen gemacht, Kannibale. Naja. Ich hoffe, wenn die Mauer fertig ist hier, ist hier ein bisschen Ruhe. Dann weiß ich nicht, hier unten gibt es ja theoretisch noch ein bisschen Platz. Ob da jemand durchgeht. Weiß ich nicht, hier glitschen ja schon immer die Bambis rum. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ah, vor ein paar Tagen waren wir da unten irgendwo, ne? Der Seite? Warum auf der? Ne, die müssten auf der Seite gewesen sein. So. Mal kurz Tür auf. Wie hat die. Was mir auch auffällt, wenn ich hier oben irgendwo bin. Die laufen so nah mittlerweile am Wald vorbei. Und ich könnte auch schwören, mein Essensverbrauch ist noch schlimmer als zur Anfangsphase des Spiels. Nur am Fressen ist der Typ. Nur... Scheiße. Wo kommt die denn her?
Okay. Wo habe ich die übersehen vorhin? Ich habe das schon mal gehabt bei einer Videoaufnahme. Erzähle ich was und dann. Habt ihr das gesehen? Er schlägt gegen und krepiert. Fein macht er das. Fein. Ja. Drei war das, ne? Der eine rennt da hinten hin. Ach, da geht auch einer lang. Hinten komme ich ja niemals hin, oder? So habe ich es am liebsten. Wir brechen mal das Schießen ab. Ah, scheiße. Ich habe gebrochen. Wie kriege ich die Taschenlampe kontrolliert beim Bogen an und aus? Ja, haben sie nicht vollzählig erwischt, ne? Das ist auch wieder doof. Weil ich habe mir gedacht, ich baue hier noch den Turm erstmal hin. Bis hier. Und dann machen wir hier noch ein, zwei Fallen dran. Hier können sie auch durch, ne? Ne, ich komme hier nicht durch. Na, warte, die Leichen nehmen wir mit. Wir haben noch hier ein Wägelchen, ne? Mal her. Oh, schweben gerade in der Luft. Ah, kommt durch da. Ah, praktisch. Dann haben wir hier im inneren Bereich auch Bäume. So, komm mal her. Und tschüss. Also ja, das ging den letzten. Wir sind jetzt bei Tag 39. Den Tag, den ich jetzt nicht gefilmt habe oder nicht aufgenommen habe, war genauso. Immer haben Kannibalen angegriffen. Ich habe sie nie alle gekriegt. Die wissen eh, wo ich wohne. Also der Zug ist abgefahren. Hey, warum kann ich dich nicht? Möchte ich gern mitnehmen. Hey. Das ist der Kannibalenexpress. Was für ein Vogel bist du denn, ey? Oh, kriegen wir die? Ich habe den letztes Mal aus einer anderen Falle auch nicht rausgekriegt. Scheiße. Das ist blöd. Wenn man sie nicht so aus den Fallen kriegen. Erstmal müssen wir die Fallen wieder aufstellen. Die lösen sich auch quasi auf. Oh, komisches am Kopf. Oh doch, da die Leiche bleibt. Zack. Will man den Leichenwagen testen. Naja, ich glaube 3 bis 4 Leute waren es. 2 haben wir gekriegt, der Rest ist abgehauen. Ist komplett gefilmt. Steine. Ich glaube, die kommen jetzt immer näher von diesen, ich sag mal, Kannibalen-Highway hier ran. Vielleicht auch, weil einfach hier die Bäume fehlen. Dann fehlt doch vielleicht Tarnung. Was seid ihr für perverse Vögel? Geht weg, das sind meine Leichen. Da hinten die Falle ist auch noch ausgelöst. Stimmt, das war die noch vom Kannibalen-Fight. Da habe ich ja gar nicht. Nee, doch, die habe ich eigentlich wieder. Die hab ich repariert. Gut.
Hab ich überhaupt noch Knochen? Die bringen wir mal schnell weg. Ach da, guckt an. Hab ich noch ein Stöckeli? Zack, Falle. Guckt euch an. Da hat's eins zerdebbert. Komm mal mit. Also ich brauche mehr Behältnisse für Knochen. So, schön auf dem Feuerchen. Ich weiß noch, einer hatte mal in den Kommentaren geschrieben, dass wir eine richtig schöne, ruhige Ecke haben. Vielleicht hätte ich nicht weiter so extrem bauen sollen, aber er hatte recht, eine Zeit lang war es ja so. Aber mittlerweile würde ich das wieder verneinen. Gut, dass man das kombinieren kann. Oben Fleisch und ein Knochen. Und keine Stöckchen. Ja, drei Leichen, die Knochen kriege ich nicht mit. Ich glaube, wir können maximal nur 15 oder so. Da sich der Mist ja wieder auflöst. Ja, da haben wir sie schon. Doppelt. Gut. Oder nicht gut? Das ist hier die Frage. So, wir gucken erstmal, wie wir die Plattform da oben bauen. Plattform mit Hängebrücke hätte ich gern. So. Plattform. Muss nicht viel sein. Oh, bisschen weiter da hätte ich sie schon. Verdammt, das geht hier nicht. Aber wieder verletzt. Ja, scheiße. Hier krieg ich es nicht hoch genug, oder? Und dass es gerade ist. Kann meine eigenen Fälle nicht auslösen. Gucken wir mal. Ich weiß nicht. Könnte man jetzt schon die Hängebrücke bauen? Natürlich nicht. Warum denn das nicht? Da ist ein Ankerpunkt. Ah. Einer wieder tot. Ne, ist mir egal. Jetzt die Hängebrücke. Geht das? Ah, jetzt kriegen wir es von allen Seiten. Scheiße. Der hat die Falle wieder ausgelöst. Ey, ihr geht mir echt auf den Zeiger. Wisst ihr das? Falle auslösen und nicht sterben. Ey, wie will man da noch Holz sammeln gehen? Das muss weg. Ich habe keine Stöckchen mehr. Scheiße. Mann, die laufen da noch rum. Bei meiner Stöckchenquelle. Gut, dann würde ich erstmal oben ein paar Stöckchen sammeln. Weil die Falle, die ausgelöst sind, möchte ich auch gerne wieder aufstellen. Die machen wir jetzt mal zu. Aber dass ich da eine Mauer gebaut habe, das bringt schon was, weil... Läuft denn die Falle rein? Oh, dran vorbei. Das heißt also, ich habe da die Mauer gebaut, damit sie nicht vorbeikommen. Da hängt doch einer an den Spitzen.
Und da haben wir zwei gekillt. Gut. Da ist ja schon wieder Hunger. Das gibt's ja nicht. Haben wir was dabei? Keine Fertigechse. Mal reinhauen. Ups. Meine super selbstgebaute Treppe. Und hier ist noch kaum Wasser drin. Puh. Es ist warm in Forest. Was wollten wir hier machen? Ah ja, Stöckchen sammeln. Auch ausgelöst. Ey, so viel Stöckchen kann ich gar nicht sammeln. Wie ihr verbratet. Mann. Ach, vor allem, wir haben ja da eigentlich Stöckchen gehabt, aber ist egal. Jetzt haben wir jetzt ein paar Stöckchen und dann geht's wieder zurück. Ich wollte eigentlich wieder ein paar Bäume fällen. Aber man kommt hier zu nichts gerade. Es ist. Und wir brauchen mehr Pfeilen und die Plattform und die Mauern und Und damit haben wir noch einen Sohn, glaube ich, den wir suchen sollen. Haben wir einen Sohn? Ich weiß es gar nicht mehr. War da was? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir abgestürzt sind. Das weiß ich noch, aber ob wir einen Sohn haben? Irgendwas, weil wir haben diese komischen Zeichnungen im Haus. Hm. Wie gesagt, Tag 39, da kann man was vergessen. Das ist. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, wir haben einen Sohn. Das weiß ich. Haben wir den mitgenommen damals oder ist er noch zu Hause? Also wir teilen uns ja. Wir teilen uns ja die. Das Kind lebt ja hauptsächlich bei seiner Mutter. Bei meiner Ex. Und wir haben das Kind leider nur zum Wochenende. Ich hätte es gerne mal häufiger gehabt, aber. Oder ist es die Mutter? Meine Ex? Warum? Ich weiß nicht mehr, ob wir den Jungen mit hatten. Ich glaube nämlich nicht. Er ist bestimmt noch zu Hause. Gehen wir mal zu dem Lager, weil ich brauche eh ein bisschen Tücher. Oh. Der ist aber flink. Oh, flinker Bursche. Ah, Sonne geht schon wieder runter. Nichts geschafft. Nichts. Ja, dann geben wir mal ein bisschen Gas, ne? Ah, ich glaube, bis zum Tüchersammeln sind wir zu spät losgelaufen. Das ist ein Pilz. Mit Stöckchen sind wir voll. Hängen ja wieder Seile. Perfekt. Also alle paar Tage hängen hier wieder Seile. Wunderbar. Da sind Kannibale. Hat uns nicht gesehen. Wunderbar. Muss uns ja auch nicht sehen.
Mal ein bisschen Laub einsammeln. Ja, das wäre schön, wenn mein Sohn dabei ist. Timmy heißt er. Ich kann mich langsam wieder dran erinnern. 39 Tage ist ein bisschen her. Timmy, guter Bursche. Redet nicht viel. Zeichnet komische Bilder. Aber aus dem wird bestimmt noch was. Da unten rennt einer. Mach mal Licht an, damit ihr auch was seht. Die Falle hier oben haben wir wieder gebaut. Und dann mal Tür zu. Also zurzeit werden wir irgendwie dauerhaft belagert. So, Essen trinken haben wir. Und war safe. Schade, ich kann sie von hier nicht erkennen, diese kleinen, dreckigen Kannibalen. Ach, einer fehlt. Dann holen wir mal was aus unseren Stöckchen Reserve. Haben wir ja hier genug. Ich vergesse das immer nur, dass ich immer irgendwelche Gegenstände in Reserve habe. Weil das hier auch so verteilt ist. Dann können wir da den nächsten Knochen reinballern. Trauen wir uns? Ich kann gerade selber kaum was erkennen. Welche Falle ausgelöst hat und welche nicht. Da auf jeden Fall. Haben wir die Taschenlampe, ne? Doppelbeleuchtung. Oh, die ist doch besser als erwartet. War es ein Kannibal oder ein Kaninchen? Oh, die Falle steht wieder. Die auch. Ich dachte gerade, da ist einer. Mann. Hinter uns? Hä? Ich habe gerade einen Kannibalen gehört. Scheißdreck! Die springen darauf rum? Du kleine, dreckige... Schrei, Tante. Mach das zu. Ich dachte, auf diese Spitzen sterben die. Aber die ist ja drauf rumgelatscht. Ah, da hängt noch einer. War das jetzt die? Ich kann das auch. Ah, dumme Kuh. Rennt die mit meinem Pfeil weg? Also bist du hier nur an Pfeile aufstellen, Falle aufstellen, Falle wieder schließen. Nebenbei aufpassen, dass du nicht verhungerst. Du lebst noch. Halt!
dein Mund. Geht doch. Na, komm schon. Und schwuppdiwupp ist der Typ verschwunden. Die eine ist noch in der Nähe, ne? Die hat die andere Leiche mitgenommen. Ich glaube, es hackt. Ihr könnt doch hier meine Leichen nicht mitnehmen. Hm? Wenn ich hier schon ein Stöckchen immer verliere, dann will ich dafür auch eine Leiche haben. Eine Kannibalenleiche. Dann läuft die hier rum. Ich dachte, naja gut, vielleicht bringt es nur auf dieser Seite was. Aber die ist ja von oben drauf. Ja, und wir haben effektiv, glaube ich, heute nichts gebaut, ne? Ich habe die Baumlieferung, glaube ich, noch vom Vortag. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, effektiv nichts geleistet. Ah, ihr seht ja wieder nichts. Lampe an. Jetzt snacken wir erstmal einen Fisch. Oder komm her, Kaninchen. Ja, ich habe mich immer noch nicht geeinigt, wie ich das mit dem Tor mache. Da ist. Der wird hin. Hm. Dann haben wir wenigstens etwas gemacht, wenn wir jetzt diesen Turm da stehen haben. Die Plattform. Ah, das war wieder zu nah. Ach ja. The forest. Bitte lass es halbwegs gerade sein. Ich würde mal sagen, ist jetzt kein Kunstwerk, ne? Was sieht's mit Hängebrücke aus? Der Ankerpunkt ist da. Und es müsste wahrscheinlich fertig sein. Könnte funktionieren. Könnte Alter, willst du mich jetzt veräppeln oder was? Ich habe heute auch mal was anderes vor, außer Kannibalenschlachten. Ich glaube, das kam jetzt von hier. Oder? Hm. Ich will doch nur in Ruhe bauen. Da hinten rennt einer lang. Da hinten, wo ich sagte, da läuft keiner runter. Der kam da irgendwie hoch. Heidewitzka. Da muss ich da unten nochmal ein, zwei Baumstämme hin. Vielleicht kam die deswegen vorhin rein. Ich weiß gar nicht mehr. Die eine, die hier drinne war. Ich weiß nicht, von wo die reinkam. Der kam da von der Vertiefung aus auf jeden Fall gerade hoch. Dieser kleine, dreckige Kannibale. Ja, also ihr seht, einfach mal so ein Holzfällertag gibt's nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Wenn ich hier überhaupt mal einen Baum schlagen kann, dann bin ich schon glücklich, glaube ich. Da läuft da schon wieder was im Wald rum. Mann, 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 Mann. Gut, ich mache hier erstmal einen Break. Ich gehe, trau mich erst raus, wenn es wieder... Ja, helllichter Tag ist. Ne? Wenn es euch gefallen hat, und das tut, es hat euch bestimmt gefallen. Definitiv. Kannibalen-Action. Was will man mehr? Lasst ein Abo da.
Like wäre auch okay. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.